Hallo liebe YouTube-Zuschauer, willkommen zu Teil 2 unseres Lüfter-Elektronik-Projektes. Machen wir direkt weiter mit unserer kleinen Schaltung hier. Ein wichtiges Bauteil, was uns noch fehlt, ist die Diode und die wird parallel zum Lüfter geschaltet. Der Lüfter ist im Prinzip nichts anderes als ein Motor und dieser Motor wirkt wie eine Spule, weil er auch Spulen verbaut hat. Wenn ihr mal hier an der Seite reinschaut, dann seht ihr hier ein bisschen das Kupfer durchschimmern. Das sind die Wicklungen vom Motor und das ist nichts anderes als eine Spule bzw. Spulen. Wenn der MOSFET jetzt hier sperrt, weil er ein Low-Impuls-Weitenmodulationssignal bekommt, dann ist der Stromkreis hier unterbrochen, aber die Spulen vom Motor wollen den Strom weitertreiben. Und die Folge davon ist, dass das Element, was den Stromkreis unterbricht, nämlich hier unser MOSFET, der bekommt dann eine hohe Spannung ab. Also über dem sperrenden Pins entsteht dann eine hohe Spannung und die kann ihn sogar zerstören, weil wir wissen ja aus Teil 1, dass unser MOSFET hier eine maximale Drain-Source-Spannung von 55 Volt aushält. Ich verlinke euch auch das entsprechende Video mal hier rechts oben noch zu Spulen, wo ich das Ganze ausführlicher erkläre. Und so eine ganz einfache Silizium-Kleinsignal-Diode, wie sie zum Beispiel in den Arduino Starter-Kits auch findet, die kann genau diese Überspannung eben verhindern. Sie bietet nämlich dann dem Strom bei sperrendem MOSFET einen geschlossenen Kreis und so kann sich die entstehende Spannung abbauen, wenn der MOSFET sperrt. Und wenn der MOSFET durchgeschalten wird und leitet, dann dagegen sperrt die Diode und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass ihr die Diode genau wie hier gezeigt mit der Kathodenseite hier an das schwarze Kabel von dem Lüfter anschließt und mit der Anodenseite an den Drain des MOSFETs. So, und jetzt fehlen uns nur noch zwei Bauteile, nämlich die LED mit Vorwiderstand und das Potentiometer. So, fangen wir mit der LED und dem Vorwiderstand an. Der Vorwiderstand ist hier direkt an den Schalteranschluss angeschlossen und geht dann hier auf die Anode der LED. Die Kathode geht dann direkt in das Master Rail. Und als Vorwiderstand habe ich hier einen 470 Ohm Widerstand genommen. Der ist eher größer, sage ich mal, dimensioniert. Das entsprechende Video lasse ich euch mal rechts oben einfliegen zu LEDs und Vorwiderstand. Aber ich will ja hier möglichst wenig Strom verbrauchen. Die soll mir ja nur anzeigen, wenn der Schalter entsprechend dann eben an ist. Und last but not least das Potentiometer. Das schließt ihr so an, dass ihr den einen Anschluss an den 5 Volt Ausgang des Arduinos anschließt. Dann den mittleren Anschluss, den Abgriff, den verbindet ihr mit A0, dem Analog in A0 des Arduinos und den dritten Pin, den verbindet ihr mit Masse. Damit sind wir mit der Hardware fertig und jetzt fehlt uns nur noch die Arduino Software, unser Sketch. Den gehen wir im Schnelldurchgang kurz durch. Vor der ersten Funktion legen wir den Pin 9 als Gate-Ansteuerungspin fest. Und den Pin A0 zum Einlesen des Potis. Dann kommt hier die Setup-Funktion vor unserer Hauptschleife. Da legen wir den Pin 9 als Output fest und legen die Datenrate für den seriellen Monitor für die Anzeige dann auf 9600 Bit pro Sekunde und starten hier mal mit einem kleinen Text unser Programm. Dann kommt hier die Hauptschleife. Hier lesen wir dann erstmal am A0 über Analog Read den entsprechenden Spannungswert ein und den wandelt dann der Arduino Uno mit seinem Analog-Digitalwandler am entsprechenden Pin in einen Wert zwischen 0 und 1023. Die Analog Write-Funktion am Pin 9 dann gibt aber nur einen Wert zwischen 0 und 255 aus und deswegen müssen wir dann hier auf geteilt durch 4 noch machen. Dann geben wir hier entsprechendes Signal aus, was wir eben über unser Potty eingelesen haben. Und hier ist noch eine Umrechnung des entsprechenden Wertes in Prozent, quasi der Ansteuerungsgrad von unserem Lüfter. Und den geben wir dann hier über den seriellen Monitor noch aus. Den Sketch könnt ihr euch auf der Elektrotechnik einfach erklärt Website auch herunterladen beim entsprechenden Projekt. Hier Lüftersteuerung und da findet ihr dann auch nochmal eine Liste mit allen Bauteilen, was ihr braucht und eine Beschreibung zur Schaltung. So, dann fehlt jetzt nur noch der Test des Systems. Das USB-Kabel ist angeschlossen, genauso die Batterie. Das Potty ist ganz auf links gedreht. Der Serial Monitor ist geöffnet, da sehen wir das auch nochmal. Dann können wir jetzt den Schalter umlegen.
Die LED leuchtet, das passt. Und jetzt können wir mal ein bisschen aufdrehen. Und wir sehen, der Lüfter fängt an, sich zu drehen. Hier im Teillastbereich teilweise mit bisschen nervigen Sirren noch. Aber wenn wir den dann hochdrehen und hier richtig schön Luftstrom rauskommt, dann verschwindet dieses Sirren. Wenn wir jetzt ein richtiges Produkt entwickeln würden, dann müssten wir natürlich uns noch Maßnahmen einfallen lassen, wie wir dieses Sirren wegbekommen. Das will der Nutzer natürlich nicht, so eine Akustik, so eine nervige. Zum Beispiel könnten wir die Schaltfrequenz höher setzen. Aber ich sag mal, für uns hier als Lernprojekt ist es so ausreichend. Damit sind wir mit diesem Projekt hier fertig. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und würde mich in dem Fall natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und was mich natürlich auch interessieren würde, ich habe euch ja vor den Ferien gefragt, was ihr haben wollt. Ihr habt gesagt, mehr Elektronik und Praxis. Deswegen die Frage, war das jetzt in die Richtung, wie ihr euch das wünscht? Wünscht ihr euch weitere solche Projekte? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Nächstes Video bauen wir hier drauf auf und wir werden unter anderem dabei lernen, was der Unterschied zwischen Steuerung und Regelung ist. Bis dahin, macht's gut und bleibt dabei.